Busfahren in Japan. Wir liegen nicht wie in Vietnam, aber dafür hat man andere coole Gadgets, nämlich... Also wir haben hier einfach eine Trennwand, das finde ich ein bisschen seltsam, aber man hört so. Damit keiner sieht, wie man schnarcht. Hier gibt's alles, das ist der Nishiki-Markt, die Straße, so viel Essen, aber auch viel Kram. Guck mal, überall gibt es hier diese Tücher. Oh, das finde ich ja super niedlich. Das, da wickelt man seine Lunchbox ein drin. Ich weiß gar nicht, ob falls was ausläuft oder damit man eine Serviette dabei hat. Wirklich so Kirschblüte haben wir es leider nicht ganz nach Japan geschafft. Aber nichtsdestotrotz kriegt man noch so den Kirschblüten-Merch mit. Kirschblüten sind eigentlich irgendwie überall drauf. Auch hier zum Beispiel auf meiner Sonnencreme. Und zum Beispiel auch einfach auf den Bierdosen. Hier gibt es auch ganz, ganz viele verschiedene Stäbchen. Für Japan ist typisch, dass die Stäbchen so ein bisschen spitzer zulaufen. Und ich persönlich finde es auch einfacher, damit zu essen. Und die Stäbchen sind auch verhältnismäßig kürzer. In China hat man die längsten Stäbchen, weil es da einfach üblich ist, dass man sich quasi ja, über den Tisch lehnt und sich mit seinen Stäbchen was aus den Gemeinschaftsschüsseln nimmt, und in Japan reicht man halt eher die Schüsseln rüber und auch deswegen keine langen Stäbchen. Ist das für die Kleinen oder für die Deutschen, die noch nicht mit Stäbchen essen können? Genau, gibt es hier so ein kleines Ding zur Unterstützung. Da sind die schon so verbunden. Hier sieht man es auch noch mal. Hier gibt es diese Fische. Die gab es in Thailand auch so als Eis. Wenn wir das da holen wir direkt ein, wa? So, guten Hunger. Da ist ja der Fisch. Ist richtig heiß. Ja, wie Waffel. Mit Vanillesoße. Max kramt in seiner Geldbörse. Überall gibt es hier so... einarmige Banditen. Genau. Also hier noch relativ wenig, aber es gibt ganze Shops, wo dann Hunderte stehen. Ich versuche Luisa jetzt... ein Shiba Inu zu erwischen. Ja, es gibt auch so hässliche Hunde hier. Die Shibus sind ganz süß, diese mit den hellen Augen. Am Ende gibt es auch einen Reinfall. Das ist natürlich jetzt hier die... Aber man kann auch einfach nichts ziehen. Das ja, auch. Klar. Ach so, ich kenne dich aus. Ja, den will ich. Hier diesen hellen vorne. Also dieser beige. Oha. Naja, ist nicht gut. Scheiße. Ah. Ja, 100 Yen verzockt. Das ist ein knapper Euro, 60 Cent. Ah, ist okay. Traditionelles japanisches Frühstück erwartet uns hier. Natto kennen wir schon aus dem Workaway. Genau. Und das ganz typische ist das rohe Ei. Also in Japan kann man das essen. Und da schaut sie noch ein bisschen vor, aber es wird hier so behandelt, dass man keine Angst vor Salmonellen haben muss. Angeblich. Ich möchte es trotzdem nicht essen. Das ist Max sein Part dann heute. Ich hatte ja auch schon mal Saft. Ja, dann gibt es noch hier so eingelegtes Gemüse. So ein bisschen, ich glaube auch so fermentiert, bisschen wie saure Gurken. Max knuspert hier schon. Was hast du denn da eigentlich noch? Keine Ahnung. Auf jeden Fall so Reisboller, die sind gefüllt. Echt? Handgeformt. Ach so, hätte ich das gewusst. Ich habe nur normalen Reis. Willst du mal vorherbeißen, dass wir reingucken können? Oder? Ich glaube, die sind nicht gefüllt. Hier kommt Matcha-Tee. Der wird ja traditionell in so einer Schale serviert. Und dieses buttrige Aroma im Matcha kommt nämlich daher, dass der Tee so abgedunkelt wird, wie wir es auf der Teefarm ab und zu auch schon mal gesehen haben. So, ich glaube, üblicherweise isst man das Ei eben mit dem Natto und dem Reis und rührt das so durch. Max isst jetzt halt mit seinem Reisboller. Ja, ich stippe da meinen Reisboller ein, der nicht gefüllt ist. Ja, nicht gefüllt. Gleich besalzen und schmeckt eigentlich noch nicht. Okay, Konsistenz ist wahrscheinlich, wie man es erwartet, ne? Konsistenz ähnelt einem rohen Ei. Es sieht super echt aus, aber es ist nicht echt. Aber es ist witzig, man hat bei den meisten Restaurants schon mal so eine Vorschau, was es gibt. Ich finde, es sieht überhaupt nicht echt aus, es sieht eher eklig aus. Ja, auf der Kamera sieht es ganz gut aus, aber man kann es auch schlecht abstauben. Ja. Hat ein bisschen gedauert, jetzt ist Luisa dran.
greift natürlich direkt zum Croissant hier in der Bäckerei. In Japan gibt es relativ viele Bäckereien, allerdings alle eher französisch angehaucht, also nicht wie eine deutsche Bäckerei, viele süße Sachen. Da geht Luisa das Herz auf. Ganz charakteristisch für den Shintoismus, solche Bögen, die haben wir jetzt schon mehrfach gesehen und die sind in Japan sehr verbreitet. Zur spirituellen Reinigung sollte man sich, bevor man einen shintoistischen Tempel betritt, waschen. Um genau zu sein, die Hände und den Mund, weil da wohl böse Geister sind, die man dann vertreibt. Aufpassen muss man allerdings, dass diese Kelle nicht an den Mund gerät, das ist sehr, sehr verboten. Wir dachten, bevor wir hier böse Geister mit reinbringen. Ich glaube, die meisten Geister hast du vertrieben. Kyoto ist ein Touristenmagnet. Das liegt vor allem an solchen Tempeln hier wie diese. Die gibt es zahlreich in der Stadt. Also man muss einfach nur umherlaufen. Da sieht man riesige shintoistische Tempel. Kyoto war auch bis Mitte des 19. Jahrhunderts die Hauptstadt Japans und wurde dann von Tokio abgelöst. Dass es sich hierbei um einen Shinto-Schrein handelt, erkennen wir einmal hier hinten an dem riesigen roten Tori, diesem Eingangstor, und auch an diesem Zickzackpapier, das jetzt rumfliegt, ist ganz schön windig heute, und eben auch diese paarweise aufgehängten geflochtenen Seile aus Reisstroh. Und hier dieses Reisstroh trennt eben die menschliche von der göttlichen Welt, und dieses Zickzackpapier, da gibt es ja, verschiedene Interpretationen. Eine, die ich gelesen habe und ganz schön fand, dass die eben für Blitze stehen und dass die Götter eben so dann runter auf die Erde kommen. Und man hört es schon im Hintergrund, man muss klatschen oder sich vorm Tempel bemerkbar machen, weil eben nicht vorausgesetzt wird, dass die Götter da die ganze Zeit im Tempel verweilen, sondern dass die dann eben kommen, wenn man sie ruft. Es gibt mehrere Götter. Götter können eben sowohl Menschen, Tiere als auch ja, Gewässer, Berge oder auch Fantasiewesen sein. Hier hört man diese Holzschildchen im Wind klappern. Sie heißen Ema, das bedeutet Pferdeschildchen. Und Max hat schon gemutmaßt, dass der Ausdruck vielleicht daher kommt, dass dieses Klappern klingt wie galoppierende Pferdehufe. Es soll aber wohl so sein, dass Pferde eben die Reittiere der Götter waren und deswegen Gläubige häufig Pferde an die Schreine gespendet haben. Das war eine ziemlich kostenspielige Angelegenheit, besonders eben auch für die Mönche, die Schreine und dann eben halt auch die Pferde versorgen mussten. Deswegen ja, ist man dann auf diese Holzschildchen umgestiegen. Darauf werden Wünsche und Bitten an die Götter aufgeschrieben und die werden dann zeremoniell verbrannt, sodass die Wünsche dann durch den Rauch hoch in den Himmel zu den Göttern getragen werden. Taubenschwänzchen. Süß. Ja, man denkt auf den ersten Blick, es wäre ein Kolibri. Ist es aber nicht, es ist so ein Falter, jetzt ist er aber auch schon weg. Schildkröte zwischen den Enten und ganz dicke Karpfen. Ja. Hier ist auch noch ein Reiher in der Ecke. Die Karpfen sind auch dick. Oh, die Ente beißt den. In Kyoto gibt es über 1000 heilige Stätten. Wir haben gestern einen Shinto-Schrein gesehen, den kann man an einem Tori erkennen. Hier sehen wir einen buddhistischen Tempel. Den kann man ganz gut daran erkennen, beim Eingang sehen wir halt nicht so ein Tori, sondern ja, so ein Holzgebilde, sehr groß und pompös. Sieht auf jeden Fall anders aus.
Außerdem gibt es im Buddhismus nicht so kleine Glocken, sondern solche riesigen Glocken, die geschlagen werden. Zum Anfang des Jahres 108 Mal, um auf die 108 Sünden der Menschheit einzugehen. Aber beide Religionen verschwimmen ein bisschen, also sie haben sehr große Gemeinsamkeiten. Deswegen ist es manchmal nicht ganz eindeutig zu erkennen, wo man jetzt gerade ist. Aber dieses Eingangstor, das ist eigentlich immer ganz eindeutig zu erkennen. Genau, und viele Japaner und Japanerinnen praktizieren auch beide Glaubensrichtungen nebeneinander. Also da schließt sich keinesfalls aus. Ja. Gehen wir mal rein. Beim Buddhismus, Buddha, trifft man natürlich meistens auch in Form von verschiedenen Statuen an. Außerdem finden wir hier Räucherstäbchen. Also in buddhistischen Tempeln riecht es immer, ja, nach Räucherstäbchen riecht es immer sehr gut. In Shinto-Schreien nicht. Ganz typisch ist auch, dass man nicht eben nur einen Tempel hat, sondern so riesige Tempelanlagen und eben dann verschiedene Tempel für verschiedene Götter aufgebaut werden. Dadurch, dass es eben ja unzählige Götter gibt, und das ist auch so beim Shintoismus, dass da die Götter auch teilweise verschwimmen. Noch ein kleiner Tipp, wenn man nach Kyoto reist, einfach ein bisschen rumlaufen und auch mal Tempel angucken, die jetzt nicht in jedem Reiseführer drin stehen. Hier sieht man es ganz gut, es ist super leer, es sind so gut wie keine Leute da, ja. Und das macht dann mehr Spaß, als zu den drei bekanntesten zu gehen. Absolut. Bei diesem Tempel sieht man oben auf dem Dach ja, Drachen mit Fischkörpern. Der Drache gehört im Japanischen auch mit zu den Wassertieren. Und ja, Fische ja sowieso. Und die sind eben oben auf den Holzdächern, um vor Feuer zu schützen. Hier im buddhistischen Tempel sieht man auch, dass die Eingangstiere, die den Tempel bewachen, hier ist es das Wildschwein, einer hat den Mund auf, der andere auf der gegenüberliegenden Seite hat den Mund geschlossen. Und das soll eben für den Beginn und ja das Ende des Lebens stehen. Der geschlossene Mund steht eben für den Tod, weil dann der Mund ja für immer geschlossen bleibt. Auch wenn die Seele dann ja weiter ins Nirvana geht oder wiedergeboren wird. Und der geöffnete Mund steht für die Geburt, weil Babys, wenn sie auf die Welt kommen, meistens als erstes schreien. Wir steuern den nächsten Tempel an. Vieles lässt darauf schließen, dass es eben ein buddhistischer Tempel ist, weil wir noch kein Tori durchquert haben. Und vieles deutet darauf an, dass dieser Tempel in Reiseführern zu finden ist, weil viel los ist. Ja, es ist deutlich mehr los als bei dem anderen Tempel eben. Und vielleicht immer noch ein ganz netter Tipp, die meisten Tempel und auch die meisten Schreine haben auch öffentliche Toiletten. Das ist, finde ich, auch immer ganz gut zu wissen. Hier begegnen uns noch mal Geishas. Aber dieser Tempel oder Schrein ist tatsächlich schwierig einzuordnen, weil wir weder Räucherstäbchen noch Buddha-Statuen noch diese Papierblitze vorfinden. Wir sind in einem der vier Geisha-Viertel von Kyoto. Der Begriff Geisha wird eher in Tokio verwendet. Hier sagt man eher Geiko, das bedeutet ja, Kunstdame, oder auch Miko. Das sind eben ja, die jüngeren Frauen, die noch in der Ausbildung sind. Um eine Geiko zu werden, bedarf es tatsächlich einer fünfjährigen Ausbildung. Und dort leben sie häufig dann in sogenannten Teehäusern, wo sie auch auftreten und ja, performen. Das ist traditioneller Tanz oder auch traditioneller Gesang oder auch traditionelle Instrumente, die sie spielen. Dieses blaue Schild zeigt an, dass es sich um ein Teehaus handelt, beziehungsweise dass hier eine Geiko lebt.
Diese kleinen Schildchen weisen auf die Mikos hin, die hier mit ihren Künstlernamen aufgeführt werden. Die neueste Miko wird ganz links aufgeführt und ja, je länger sie in der Ausbildung sind, desto weiter rücken sie dann nach rechts rüber. Die Ausbildung der Mikos beginnt etwa mit 15 oder 16 Jahren, weil sie dort auch einen sehr traditionellen Lebensstil pflegen, also eben auch ohne Internet, findet man immer wieder die Ecken, wo dann ihre Stundenpläne aushängen, wo sie dann hinkommen und ja, nachgucken, was heute auf dem Programm steht. Hier diese Bälle, sage ich mal, sind aus Zedernholz und stehen dafür, dass es Sake gibt. Für die Herstellung von Sake wird Zedernholz benötigt und gerade wenn diese Bälle außen aushängen, ist es auch ein Zeichen für einen sehr qualitativ hochwertigen oder auf jeden Fall sehr teuren Sake. Hier sind noch so ein paar, die letzten Kirschblüten dran, direkt am Fluss. Muss natürlich super schön ausgesehen haben, als es alles hier rosa und weiß geblüht hat. Aber hier ist auch echt eine schöne Ecke, wo man die ganzen traditionellen Häuser nochmal von der Rückseite sehen kann. Oh, Graureiher, um hier Brot zu kriegen, glaube ich eher. Wow. Überall finden hier auch Fotoshootings statt. Man kann sich nämlich auch in so ein Kimono einwickeln lassen und quasi sich als Geisha verkleiden. Und ja, da wird eben diese Kulisse häufig genutzt. Wir sind im Geisha-Viertel und da kommt gleich eine. Es soll wohl absolut frech und unhöflich sein, wenn man sie fragt, ob man mit ihnen Selfies machen darf. Deshalb haben wir sie jetzt so heimlich mit aufgenommen. Was vielleicht noch wichtig ist zu sagen, Geishas hat nichts mit Prostitution zu tun. Das ist ja häufig ein weit verbreiteter Irrglaube. Nichtsdestotrotz sind die Geishas oder Geikos hier unverheiratet. Sie können ihren Beruf bis ins hohe Alter ausüben, wenn sie heiraten möchten. Dann geht das aber nicht mehr, weil sie nämlich ihre gesamte Aufmerksamkeit den Traditionen, den traditionellen Tänzen widmen sollen und eben nicht der Familie. Ist wohl auch sehr teuer. Also so ein Abend, wenn man eine Geisha für seine private Veranstaltung mietet, also dass die halt tanzt, singt und halt irgendwie auch Zaubertricks macht und unterhält. Echt, Zaubertricks auch. Ja, das kostet wohl mehrere 100 Euro pro Stunde. Häufig auch so bei Business-Meetings, ne? Das ist einfach auch, um ein bisschen irgendwie so ein mit der Kohle zu flexen, ja. Ist das Gion-Viertel aber auch für bekannt, das ist so die das Unterhaltungsviertel Kyotos und auch in ganz Japan bekannt, also dass man hier feiern gehen kann. Ja, aber hier jetzt glaube ich gerade nicht. Ne? Hier ja, sind eher die Bürgersteige hochgeklappt. Dahinter sind halt Bars, da wo die Geisha eben auch reingegangen ist. Ich glaube, dass da weiß man, wo man hingeht. Achso, meinst du, ist vielleicht einfach nicht so unsere Preisklasse? Ja. Man sieht es hier im Vorbeigehen auf der linken Seite öfter mal, die Lampions leuchten. Das bedeutet, es ist geöffnet. Und diese Vorhänge vor der Tür sind ein Zeichen dafür, dass es auch für alle geöffnet ist. Also es wird wahrscheinlich auch teuer sein, aber prinzipiell braucht man keine Einladung, es ist keine Privatparty oder so. Auch ganz viele Leute schon mit ihren Kameras bereit, ich ahne. Ja, hier geht gerade noch eine lang mit dem blauen Kimono. Das sollte man eigentlich nicht machen. Ja. Jetzt ist sie auch schon verschwunden. Je später der Abend, desto interessanter die Gäste. Hier sieht man gerade einen Koch oder Küchenpersonal. Es ist nämlich wohl so, dass die Gäste in den Teehäusern nicht mit einer Speisekarte gelangweilt werden sollen, sondern sie können sich alles, was sie haben möchten, aussuchen und das wird dann eben geliefert. Wir besuchen den Kaiserpalast. Kyoto war vor Tokio die Hauptstadt Japans bis ins 19. Jahrhundert und über 1000 Jahre lang hat hier der Kaiser residiert, aber auch heute noch taucht der Kaiser ab und an in Kyoto auf, nämlich um vereidigt zu werden. Hier haben wir verschiedene Wartesäle, wenn man eben eine Audienz beim Kaiser hatte. Man kann durchs Fenster nicht so viel sehen, aber hier ist ein Bild. Das ist der Sakura-Raum. Man sieht an den Wänden die Kirschblüte abgebildet. Und was ich super schön finde, wir haben hier eben diese Reisstrohmatten.
Und auch diese Schiebepapierwände, also genauso wie wir es eben in unserer Unterkunft auf der Teefarm auch hatten, diesen ganz traditionellen Einrichtungsstil. Aber war alles sehr ritualisiert. Es gab drei verschiedene Warteräume für einen Raum der Kranich und einen Raum der Tiger auch noch. Und je nach Stand wurde man an einem Raum zugeordnet. Mhm. Also alles sehr festgelegt auch, ne? Hier sind die Kraniche. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Durchs Fenster spiegelt es eher, sonst sieht man uns. Und hier müssen die Tiger sein. Ja, tatsächlich. Ist hier auf dem Bild auch nochmal abgebildet. Mit diesen Papierwänden ist natürlich auch so, gerade mit Kindern. Nana hat mir das mal erzählt, dass sie da als Kind beim Spielen mal aus Versehen durch die Wand getreten hat. Das geht dann schon auch mal kaputt wahrscheinlich, ne? Ich glaube aber nicht, dass in kaiserlichen Warteräumen Leute durch die Wände treten. Ja, obwohl, gut, aber stell dir mal vor, du stolperst oder du stolperst einfach, fällst, ne, kannst dich nicht abfangen, fällst du durch die Wand. Zack, bist du hier aus dem Tigerraum in den Kranichraum gestürzt. So schnell geht's. Ja, wie oft fällst du einfach so in den Mint? Naja, gut. Bei Luisa passiert das ja ab und an mal. Dieser Toreingang kommt euch vielleicht bekannt vor. Der sieht eigentlich eins zu eins so aus wie der von dem Tempel, den wir gestern besucht haben. Der gestrige Tempel ist nämlich ein Nachbau des Kaiserpalasts. Als der Kaiser dann eben in die neue Hauptstadt Tokio umgezogen ist, hat Kyoto nochmal versucht, sich attraktiver zu machen und hat eben diesen Kaiserpalast nachgebaut. Und der wurde später dann eben zum Schrein. Ja, denn in Japan ist momentan Staat und Religion sehr stark voneinander getrennt. Also die Religion, der Shintoismus hat keinen Einfluss auf die Politik. Das war damals noch anders. Hier lebten über 1000 Jahre die jeweiligen Kaiser und ihre Familien. Der Kaiser galt auch als Oberhaupt des Shintoismus, und zwar als direkter Nachfahre der Sonnengöttin Amaterasu. Auch das Gartenareal rund um den Kaiserpalast ist wirklich traumhaft schön und auf jeden Fall ein Besuch wert.